ein herzliches Grüß Gott und ein feuriges Buon Appetito hier bei La Cucina Amore mit Roy Bianco und die Abruzzati Boys. Ja. Schön, dass du hier bist, die Abruzzati Boys. Ja, grazie mille für die Einladung. Ja, liebe Freunde, Corona, natürlich, wir achten hier auch auf eine gewisse Hygiene und einen Sicherheitsabstand. Deswegen ist hier quasi die Maginot-Linie, ja, der Herd und der Parmesan gleich mal. Und aber noch viel mehr werden wir uns erstmal noch mal kurz die Hände desinfizieren. Ja, darf ich dir ein wenig in die Hand geben? Gerne, und du zeigst ja den Zuschauern, wie man sich ausreichend die Hände desinfiziert. So, was machen wir heute hier, lieber ja, Abruzzati Boys? Mein findiges italienisches Auge würde jetzt einmal vermuten, es hat etwas mit Pasta zu tun. Oh ja. Da sehe ich aber auch Eier, da sehe ich auch Tiroler Speck, stimmt das? Das ist richtig, das ist richtig. Das ist der Dogspeck, nicht wahr? Der Dogspeck. Der aus den Gebieten des Südtirols, des Alto Adiges, nur kommen darf, aufgrund dieser Bezeichnung. Richtig, richtig. Dann sieht man hier noch Parmesan, ein paar Gewürze und ich würde jetzt mal vermuten, wir machen heute eine Carbonara. Das ist richtig natürlich, liebe Zuschauer, das war ja vollkommen klar. Und dann öffne ich jetzt mal diese Flasche. Ja, bitte. Ja, Wahnsinn. Salute. Alles Gute. Saut. Saugut. Wir haben ja auch in gewisser Weise einen kleinen Bildungsauftrag hier in solchen Kochformaten. Die sind ja unsere Aufgabe auch uns bewusst. Und dementsprechend stelle ich jetzt einfach mal ganz salopp die Frage, was bedeutet denn eigentlich Carbonara? Carbonara, das habe ich mir übersetzen lassen, das ist die Pasta auf Köhlerart. Mir ist es zu Ohren gekommen, dass die Carbonara eigentlich gar nicht ein uritalienisches Gericht ist. Das ist richtig. Sondern durch die amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg nach Absolut Italien. Richtig. In der Bibel der italienischen Küche von Adaboni von 1930 erscheint dieses Gericht gar nicht. Es ist mehr anzunehmen, dass die Amerikaner, die in den Apenninen damals kämpften, die standardmäßigerweise ihr Bacon in Egg quasi bekamen, einfach diese Komponente der Pasta noch hinzugefügt haben zu diesem Frühstücksgericht. Also machen wir quasi hier eigentlich eine Form von Frühstück heute. Wir starten in gewisser Weise erstmal damit, dass wir den Speck schneiden. Das ist guter Schweinebauch, da kenne ich mich aus. Niemals Fleisch auf Holzbretter schneiden, weil ihr wisst ja, die Bakterien. Problem ist jetzt ein bisschen, dass wir den Speck schon ein wenig früher aus dem Kühlschrank geholt haben und der jetzt anfängt zu gehen. Das heißt, das Fett tritt aus den Fetteinlagen hier im Speck. Kurze Frage, sind das gesättigte oder ungesättigte Fettsäuren? Das sind rechtsdrehende Fettsäuren. Wie gehen wir weiter vor? Das ist eine sehr schöne Frage. Viele Leute meinen den großen Fehler, liebe Zuschauer, das komplette Ei in die Pasta Carbonara zu geben. Und das ist leider nicht erwünscht. Es tut mir leid, ich meine, das ganze Eiweiß, wir werden sicher noch einen schönen Eischnee veranstalten. Die Eier, das Eigelb und der Parmesan, die müssen dann zu einer schönen cremigen Paste, nicht? Paste, nicht? Paste, nicht? Paste, nicht? Nicht wahr? Zusammengerührt werden. Richtig. So. Und ich muss schon sagen, die österreichische Küche, die hat es mir sehr angetan. Ja, richtig. Mit dem Backhändl. Nutze empfehlen. Ja. Ich habe es in unserer Zeit in Graz, ich habe es geliebt. Irgendwann gehen wir auch nochmal hier in der Nähe, wenn die Krise vorbei ist, dann mal in ein steirisches Restaurant. Dann lade ich dich mal auf ein richtig schönes Backhändl. Ja? Mit Pommes frites oder lieber Erdäpfelsalat? Nein, da gehört schon der Erdäpfelsalat dazu. Also da bin ich schon. Ich bin ja eher der Pommes frites Typ, ja. Jetzt bitte ich dich einfach mal darum, das Ei mit dem Käse zu vermengen. Ja, bitte. Hier hast du eine Gabel dann dafür. Bitte. Richtig, eine richtig schöne Crema quasi. Genau, links drehen, rechts drehen, Wahnsinn. Dann hauen wir einfach alles rein. Jetzt entscheidend die Pfanne. Die Pfanne? Jawohl, die holen wir hier unten heraus. Ist das jetzt hier Induktion oder was haben wir hier? Das ist ein Rätsel. Aha. Langsam die Platte kommen lassen, ja, das ist auch sehr wichtig. Denn wir arbeiten hier mit Butter und jeder weiß, zu viel Hitze. Das ist unansehnlich für die Butter. Richtig. Der Speck, der hat auch noch Fett. So, und sobald die Butter zerlaufen ist, da kommt dann da der Speck hinein, oder? Wie ist das jetzt? Genau, richtig. Da schicken wir dann den Speck baden. Das braucht noch einen kleinen Moment, bis es dann richtig anfängt zu zuzeln und zu brutzeln. Möchtest du mir vielleicht einfach noch ein bisschen Weißwein einschenken? Bist du eigentlich auf dem Feld der Geologie bewandert? Also ich bin ja großer Fan der Geologie. Ja? Plattentektonik.
Ich war Cambrium. Cambrium. Jura. Jura. Kreide. In den Erdschichten, da kommt ja eine Schicht nach der anderen. Ja, quasi wie in der Lasagne. Einfach nur spannend. So, lieber Diabronzer, die Boys, jetzt kannst du auch quasi gleich mal das Wasser aussetzen. Und dann schalten wir hier auch mal die Platte auf On, wie es so schön heißt hier. Es ist ein amerikanisches Gerät. Ein Modell Silvergrest. Silvergrest. So, und bis das Wasser kocht, dann machen wir jetzt einen kurzen Werbeblock und dann sind wir auch gleich wieder zurück hier in der Cucina Amore. So, liebe Freunde, da sind wir wieder frisch aus der Werbepause bei La Cucina Amore. Und der Speck ist fertig, wir machen ja die Carbonara heute hier. Das Wasser, es sprudelt und jetzt machst du mal das Salz da rein. Genau, denn die Nudel, die muss ja gesalzen sein. So, dann gehen wir mal ein bisschen um. Ja, richtig, vor allem mit dem Messer. Und dann holen wir den Speck aus seinem eigenen Sud heraus. Nur die Fleischwürfe entfernen. Und hier in diese Schüssel geben. Ach, und du lässt jetzt quasi das Öl, das Fett, das lässt du jetzt noch darin in der Pfanne. Ganz genau. Das gibt den Geschmack an die Nudel ab und ist entscheidend für die Soße. Das duftet schon. Ja, es ist natürlich wie in jeder Kochshow, liebe Tifosi. Ihr könnt natürlich olfaktorisch nicht dabei sein. Ihr könnt leider nicht gerade riechen, wie es hier in unserem wunderschönen Studio duftet. Es riecht fantastisch. 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 Die Nudel, die kann jetzt rein. So, lieber die Abronzati Boys. Ich meine, wir versuchen uns heute auch hier als Profi-TV-Köche mehr oder weniger. Wer ist denn eigentlich dein persönlicher Lieblingskoch im TV? Ich habe viele Kochsendungen geschaut. Hinweg vom Melzer hinüber zu Lafer, Lichter, Lecker. Mein Lieblingskoch im deutschen Unterhaltungsfernsehen, das ist natürlich der Alfred Biolek. Denn der Alfred Biolek, der weiß genau wie wir, dass zu einer guten Zubereitung eines Gerichts das richtige Getränk gehört. Ja, natürlich. Und es muss immer nachgeschenkt werden. Weißwein einschenken. Weißwein einschenken. Es sieht so aus, als wären die Nudeln fertig. Ja, ich glaube auch. Probierst du mal schnell. Ich probiere mal. Das Wichtige ist nämlich, dass die Nudel kurz vor al dente rausgenommen wird, denn sie kommt ja hier noch mit den Eiern und mit dem Speck in die Pfanne und da zieht das Ganze dann auch noch nach. Und dann würde ich darum bitten, dass du das schnell abgießt. Währenddessen erkläre ich den Leuten an den Endgeräten noch ein wenig was zur Carbonara. Liebe Freunde der italienischen Küche, wie viele wissen, einige bereiten die Carbonara mit der Sahne zu, aber die Sahne, das ist natürlich ein Sakrileg in der Carbonara. Da muss man, glaube ich, schon einfach auch mal die Chance geben, von einem richtig guten Speck, im Idealfall Pancetta oder Guanciale und richtig guten Eiern und einem richtig leckeren Käse. Das macht die Sache gut. Wenn jemand Ihnen die Carbonara mit Sahne servieren sollte, dann ist das meistens ein sehr ungelungener Versuch, Ihnen die Qualität der eigentlichen Produkte vorzuenthalten. Die Pasta ist zurück und die Abronzati Boys waren umsichtig genug, eine Tasse vom Nudelwasser zurückzuhalten, denn wie wir alle wissen, das Nudelwasser, das enthält viel Stärke und es bindet uns die Soße. Das ist genau das, was ich vorhin mit der Zutat der Sahne erklären wollte. Die Sahne, die suggeriert eine Cremigkeit und sie hat auch viel Geschmack und trägt diesen Geschmack. Aber eigentlich sollen ja nur die Eier, der Speck und ein wenig Butter den Geschmack dieser tollen Kreation tragen. Und jetzt geben wir die Nudel dazu. Et voilà, wie der Spanier sagt. Entscheidend ist ja, dass das Ei nicht das Gerinnen anfängt. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine schöne, cremige Carbonara. So, und dann bitte einmal umrühren, ich hier langsam das Nudelwasser mit aufgebe. So, dann geben wir gleich auch noch ein wenig Speck mit ein. Oh, das sieht schon fantastisch aus. Mamma mia, was kredenzen wir denn da heute eigentlich? Fantastico, fantastico, liebe Tifosi. Nur zu empfehlen, wenn euch in den nächsten Wochen einmal der Hunger plagt. So, und jetzt geben wir noch ein wenig von dem Pfeffer. Nur indischer Pfeffer in diesem Fall. Indischer dazu. Pfeffer? Nicht zu viel. Wir wissen, manche Leute mögen es milde im Geschmack und mit Pfeffer kann man immer nachwürzen. Ich meine, das Gewürz, das geht immer in das Gericht rein, aber nie wieder hinaus. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Teller zum Servieren. Und dann haben wir eine echte Carbonara, eine, ja nicht Spaghetti, aber Linguine nach Köhlerart geschaffen. Darauf stoßen wir doch an. Ja, natürlich, die Abronzati Boys. Cin cin, salute, alles Gute. Und sau gut, gell? Also, liebe Freunde, dann servieren wir das mal. So, allzu viel braucht man ja nicht.
gell? Aber ein wenig an Speck, das darf dann schon drauf. Ich kenne ja meinen, die ab und zu über ist. Ein bisschen was geht schon noch. Ein bisschen was geht immer, gell? Das sagt ja schon Monaco Franzi. Und liebe Freunde, ganz wichtig, da wir hier mit rohen Eiern arbeiten, die Pasta Carbonara, so wie wir sie machen, muss sofort gegessen werden oder in wenigen Stunden, denn rohes Ei, nicht gekocht, das wird sehr schnell schlecht und dementsprechend könnt ihr euch da ganz leicht eine Magenverstimmung einholen und am besten isst man sie sowieso gleich sofort heiß, so wie wir. So Ragazzi, jetzt sind wir endlich soweit. Die Kochsendung kommt zu ihrem Ende, denn ihr seht schon, das Essen ist jetzt fertig. Wir haben hier schon mal angerichtet, lieber Roy. Ja, Wahnsinn. Und das sieht fantastico aus. Das hier ist unser erstes Gericht, zubereitet von Roy Bianco und die Abruzzati Boys bei La Cucina Amore. Und ich denke, jetzt wird Zeit, dass wir jetzt einmal zugreifen. Ich glaube auch. Aber zuerst, bevor wir zugreifen, das sagen wir natürlich, vielen Dank fürs Einschalten hier bei La Cucina Amore. Ich bin Roy Bianco. Ich bin die Abruzzati Boys. Und lasst ein Abo da und einen Daumen hoch, wenn's euch gefallen hat. Richtig. Das macht man ja so hier im World Wide Web. Und jetzt, da lass uns richtig schmecken, weil so schmeckt die Liebe und die Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Buon Appetito und bis zum nächsten Mal bei Roy Bianco und die Abruzzati Boys. Fantastico. Wahnsinn, wie ich es immer mache. Wie du es immer machst?